herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und jetzt darf ich erstmal den Matthias begrüßen. Jo, egal, laber einfach weiter. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Markus seinem Kanal. Wir drehen dann noch auch ein Video auf meinem Kanal. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Yes. Und ja, heute gibt es die Telefon-Challenge, also wir haben hier schon ein Wörterbuch und alles am Start. Ihr werdet die Wörter, also ich gebe Matthias ein paar Wörter. Ich gebe Matthias ein paar Wörter, zum Beispiel das Ameisenkuchen und voll Scheiß und was weiß ich alles. Und diese Wörter muss er einbauen. Also wir machen fünf Wörter. Fünf Reichen. Und zwar Kuchen gebe ich ihm. Ihr seht es eh dann unten in dem Video. Kuchen. Ameisen. Ameise. Nimm mal Ameise. Aumann. Du wisst Bescheid. Maskenschnitzer, Österreich, ja Mann. Und Beulekugeln. Das ist zum Fischen, falls ihr das wissen. Beulekugeln. Und das ist ein Eismann. Hashtag Aumann. Hashtag Aumann, ganz genau. Und ich gebe dir noch ein. Mussolide. Manische. Backpfeife. Backpfeife. Ja gut. Zack. Ja, einigermaßen lesbar. Kuchen, Ameise, Aumann. Na, das ist nicht lesbar. Also all die Kugeln und osmanische Backpfeife. Ganz genau. So, 0-3. Achso, ich sag das nicht. Aber konfirmieren wir, gell? Nein. Ja, ruft mal an, da war. Du hast dich fix. Nein. Du hast dann Sachen im Nachnamen. Das Sachen. Wie cool. Ja moin. So, drei. So. Er ruft an, wir machen auf Lautsprecher. Ganz genau. So. Grüß Gott, Firma Aumann hier. Wir rufen im Auftrag von KuchenTV an. Und zwar hat er eine Ameise in der osmanischen Backpfeife gefunden. Und die hat dann die Beulekugel gefressen. Mich interessiert das eigentlich nicht. Okay. Ich habe nur den Auftrag bekommen, dass ich sie anrufe. Ich kann nichts dafür. Ich hab sowas noch nicht gehört. Okay, wiederhören. Wiederhören. Applaus, lasst ein Like für diese geile Geschichte. Richtig fresh gemacht. Und zwar wurde deine Ameise in der osmanischen Backpfeife gefunden. Okay, ich schreibe mir die nächste Nummer auf. 06. Aber wenn er nicht abhebt, dann ist trotzdem wieder der nächste dran. Nein. Also, okay. Doch. Nein. Das ist bei dir auch so. Nein. Doch, doch. Aber jetzt schon. Okay. Warte. Bereit? Was nimmst du da? Ich muss einmal Hanteln, dann. Hanteln. Okay. Nein, nur Hantel. Warte. Also nur so nebenbei, ich packe ihn natürlich in die Infobox rein. Und ja, also er hat jetzt neu angefangen, er hat früher einen alten Kanal gehabt, den hat er jetzt geändert und hat noch immer 61 Abos. Wie heißt er? Life of Matti, also mit Doppel T und H. Matti halt. Und ja, auf jeden Fall. Mir fällt nichts ein. Na doch. Blöde Schwein. Nee, war natürlich nur Spaß. Ja. Ich hoffe, euch gefällt so ein Video, dann bringen wir auch natürlich mehr. Wenn ihr Freude an diesem ganzen Scheiß habt, länger wie 10 Minuten machen sie es aber nicht, oder? Nö, würde ich nicht sagen. Wir bringen einfach ein paar Part 2, das ist ja dann kein Problem. Und ja. Und dann, ne. Was muss ich da treiben? Okay, also. Warte, ich lese sie noch vor. Ja. Der liebe Marco bekommt von mir die Wörter. Hantel. Berchtner, Ryu, Penis, Rechnung. Oh Gott. Willkommen.
wurde der von ihm. Ja! Wie geil! Du hast einen Vorteil. Und der von ihm gewählten Rufnummer ist uns kein Teilnehmer bekannt. Willkommen. Unter der von Ihnen gewählten Rufnummer ist uns kein. Ja, wo schaut, die steht da. Egal, ich rufe Andrea. 0699. Ja. Hoffe ich auch. 81. Warum der Hide ist Honeyworld? Wir sind die Gendler. Das hat mir mehr Spaß. 30. 39. 25. So. Okay. Kein Bock gehabt zu heben. Schönen guten Tag. Ich rufe an im Namen Berchtenhandel, unser Berchtenverein. Und ja, ich möchte ganz kurz nur etwas fragen. Und zwar habe ich vor kurzem eine Rio bei Ihnen gekauft. Und ich habe auch noch die Originalrechnung. Und ich möchte mich bitte beschweren, weil mein Penis jeden Tag zu kalt wird. Ja, also ich rufe im Namen von den Handelberchten an. Wir sind ein Berchtenverein in Österreich. Und ich habe vor kurzem... Entschuldigen, dass ich lache, aber das sind sicher mit der falschen Nummer. Wen wollen Sie überhaupt? Ja, die Verkaufsfirma Rio. Nein, wir sind das nicht. Ah, nicht? Achso, dann vielmals Entschuldigung. Okay. Wiederschauen. Mein Bein ist nicht jeden Tag zu. Alles klar. Okay. Dann, gut. So. Ja, dann machen wir jetzt kurz Unterbrechung und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Jetzt erstmal weiter, wir mussten nur kurz etwas trinken und etwas nachschauen bei diesem Zettel, weil man diesen Stift echt schlecht sah. So, jetzt ist der Matthias wieder an der Reihe. Moin. Und zwar, ich gebe ihm die Wörter Ziegenbock. Ziegen. Würmer. Bock. Arschhaare. Amazon Prime. Ich war schon Geschichte. Ich habe einen Ziegenbock auf Amazon Prime gekauft. Prime. Neue Telefonnummer. Und Nummer. Ich glaube, ich bin ein Unicorn. Ich glaube, das sind meine 5 Wörtersätze, wie man es nennen will. Und ja, ich gebe jetzt einfach noch eine Nummer. Da Matthias soll inzwischen etwas mal quatschen mit euch. Ja, ich glaube, ich habe schon eine lustige, sehr lustige Story für diese Wörter. Also, bitte ein Like geben. Bitte. Für das. Ja. Ja, hallo. Rosi, hallo, hallo. Du, ich bin's, der Bernd. Du, bitte, dein Ziegenbock, der hat so lange Arschhaar, kannst du bitte auf Amazon Prime dann deinen Arschhaar-Rasierer kaufen? Weil oder bist du überhaupt der? Oder hat sich eine neue Nummer? Boah, jetzt glaube ich auf der Tasche, dass ich ein Unicorn bin. Entschuldige. Okay. Weißt du? Für dich. Mein Ziegenbock hat so lange Arschhaar. Alles klar. Okay. Man kennt ihn. So, wir sind jetzt. Okay, jetzt gibt's noch ein paar Wörter für mich. Das letzte jetzt. Für die heutige Folge. Also, ich glaube nicht, dass das die letzte Folge sein wird, weil das ist echt saulustig. Weißkopf. Der ruft mal. 3, 2. Nana. Drei. Stinkesocken. Na. Ja. Größter Erzwein. Okay, was? Ich bin so weit. Warte.
Geht? Matt. Alles klar, also das ist auf jeden Fall richtig strange. Was ist da immer Bock hat so lange Arsch? Diesen Arschhaar rasieren auf Amazon Prime. Legendär. Die eine vor, die diese Marie oder wo wir da angerufen haben, diese coole Person auf jeden Fall. Noch an alle, die das vielleicht jetzt hören, also es soll jetzt nur zum Spaß sein, ja. Keine Beleidigung oder sowas. Die Wörter für den Marco habe ich jetzt. Stinkgesocken, ja. Intimbereich, okay. Freundin, Zunge, Sonnenbrille. Na gut. Viel Glück. Intime Freundin, Zunge. Also Leute, bitte wirklich ein Like geben für diese Geschichte. Okay. Also pass auf, jetzt wird's legendär. Jetzt kommt der Babo schlechthin. Marco? Ja, moin, du! Ich spreche hier mit der Rosi. Wer ist das? Ich mein Maria. Ja. Ja, du, pass auf, ich habe folgendes Problem. Ich brauche ein paar neue Stinkesocken. Wegen meinem Intimbereich. Ich schwitze immer ziemlich hart. Und ja, meine Freundin regt sich darüber auch schon auf. Jetzt habe ich mir eine Zunge angeboten, die wollte sie aber auch nicht haben. Jetzt seitdem trage ich jeden Tag eine Sonnenbrille. Kannst du mir da etwas helfen? Na, kann ich nicht. Oh, das tut mir leid. Gell? Tut mir leid. Nein. Ach so, ich dachte, du könntest mir vielleicht helfen. Nein. Nee, okay. Danke noch. Okay, schönes Wochenende noch. Servus. Tschüss. Tschüss. Oh, das war... Das war eine ältere Frau, glaube ich. Ich glaube, die war wie lieb die Reaktion einfach die wollte ich jetzt nicht verarschen, du. Die wollte ich echt nicht verarschen. So richtig lieb. Wäre ich hier mit der Rosi, ich meine Maria. Ja, meine Stinkgesocken sind ausverkauft oder so. Okay, gut, Leute. Ich das glaube, soll's das gewesen sein für heute. Wenn es euch gefällt, dann gebt mir 15 Likes. Na, ihm bei, ja, also bei ihm auf jeden Fall auch vorbeischauen. Bei 15 Likes kommt Please. Die nächste Folge mit ihm natürlich wieder. Und ja, danke für das Einschalten. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.